Mit der Strahlkraft der Liebe grüße ich euch, Omar Tassat. Ich bin, der ich bin. Ich bin, der ich immer schon war. Der Sohn, Jesus, der Christus. So mächtig strömen die Energien zu euch hernieder. Und wahrlich werdet ihr von innen heraus vollkommen, ich möchte sagen, umgebaut. Dies bedeutet für euch, dass ihr Dichte loslasst und ihr transformiert werdet. In eurem Fleische, nicht nur in eurem Geiste. Und wie ihr wisst, ist das Fleisch immer langsamer als der Geist. Und so braucht ihr so manches Mal sehr viel Ruhe und mehr Schlaf als gewöhnlich. Aber was immer ihr auch braucht, um diese Dichte gehen lassen zu können, bedeutet, lasst es los und euer Körper wird euch zeigen, was ihr tatsächlich braucht. Für den einen mag es Schlaf sein, für einen anderen mag es Zurückgezogenheit sein und für einen dritten ohne Nahrung auszukommen und dafür viel zu trinken. Vertraut in die Botschaften eures Körpers und macht euch keine Sorgen, wenn sie für euch manchmal unerklärlich sind. Und so wie es für euren Körper ist, so ist es auch für eure Seele. Vieles in euch darf jetzt losgelassen werden. Und dies bedeutet nicht nur Gedankengänge, Glaubenskonzepte und Gefühle, sondern manchmal auch die äußere Form eures Lebens, eure Beziehungen. Immer mehr seid ihr gefragt, euch in eure Wahrhaftigkeit zu begeben und nach eurem innersten Bedürfnis, nach eurem innersten Wissen, nach eurer innersten Wahrhaftigkeit auch zu leben. Dies mag für manche beängstigend sein. Doch wisse, in diesem Prozess der Transformation gibt es nichts, woran du dich festhalten kannst. Nichts im Außen und nichts an Gewohnheit und nichts an Gedanken der alten Zeit. Alles entscheidet der Augenblick, denn so wie die Energie sich immer mehr anhebt, so wirst du immer mehr auf die Wahrheit des Augenblicks zurückgeworfen. Das heißt, so manche Pläne werden zunichte gemacht, weil sie in diesem Augenblick nicht mehr stimmig sind und nicht mehr der Wahrheit entsprechen. Das muss nicht bedeuten, dass sie für immer aufgegeben werden, sondern nur,
für diesen Augenblick. Und je mehr du es schaffst, Geliebte, Geliebte, im Augenblick präsent und wahrhaftig zu sein, desto leichter wird dieser Prozess für dich sein. Denn du kämpfst nicht mehr gegen dich an. Du kämpfst nicht mehr gegen dich selbst. Dies mag auch bedeuten, dass du Schuldgefühle entwickelst, weil du Absprachen oder Versprechen nicht rechtzeitig einhältst. Doch wenn du es loslassen kannst, dafür Schuldgefühle zu entwickeln, so wirst du spüren, dass es dich auch befreit. Und wenn du wahrhaftig bist in deinem Ausdruck deiner selbst, einem anderen gegenüber, so wirst du auch erkennen, dass es andere auch befreit. Denn Wahrheit, Geliebte und Geliebte, Wahrheit befreit nicht nur den einen, sondern immer auch das Gegenüber. Und so manches Mal mag es sein, das hast du Wahrheit gesprochen und nach Wahrheit gehandelt, plötzlich so viel Energie da ist, dass Neues sich daraus entwickeln kann. Eine tiefere Bindung zum Beispiel oder eine noch tiefer empfundene Tat. Etwas, was du einem anderen geben kannst, was vorher, als du dich selbst noch unter Druck setztest, nicht möglich war. Alles, woran ihr all die Jahrzehnte, Jahrhunderte und Jahrtausende euch gewöhnt hattet, verliert mehr und mehr seine Gültigkeit. Nichts bleibt bestehen. Alles verändert sich. Ausnahmslos alles verändert sich. Und fließt du mit der Energie und fließt du mit der Zeit, Qualität, so veränderst auch du dich. Aber niemals machst du einen Rückschritt, sondern immer einen Schritt nach vorn, in deine höhere Bewusstheit, in deine größere Freiheit, in deine lichtvollere Kraft. Und so vertraue dir selbst. Vertraue deinen Empfindungen und deiner Wahrnehmung. Und fühle dich nicht schuldig, wenn du andere enttäuscht oder scheinbar enttäuschen magst. In Wahrheit enttäuschst du dich ja nur selbst. Du enttäuscht dich selbst. Das heißt, du täuscht dich nicht mehr. Und nicht mehr täuschen, weder sich selbst noch einen anderen, befreit die Energie zwischen euch beiden und auch die eigene Energie. Und es ermöglicht dem anderen ebenfalls seine Erwartungen und seine Täuschungen loszulassen.
Dies ist die Zeit der Enttäuschung. Doch in einem sehr umfassenden und befreienden Sinn. Dies ist die Zeit, da ihr immer mehr gefragt und auch fähig seid, in eure Wahrheit euch zu erheben, in die Wahrheit eures göttlichen Bewusstseins. Ja, Geliebte, dies ist die Qualität der Jetztzeit, des jetzigen Augenblicks. Und wisse, du hast sowieso immer nur diesen einen Augenblick deiner Gegenwart. Und so ist es. Und ich segne dich mit den Worten der allumfassenden Liebe. Ani, o Hevet, o Drach. Und so ist es. Und so ist es.